Und da bin ich wieder back. Thackeray Fair. Tweak, Gatterkunst. Tweak, 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 was gibt's noch? Ah! Yeah! Ich hoffe, du kriegst keinen Herzanfall. Oh shit, hab ich das laut gesagt? Ah. Bilder, das ist der Markenname, okay? Mach deine Muskeln zu Stahl. Dann kannst du einem die Seele aus dem Leib prügeln. Ja. Hey, lass es uns testen, ja? Geile Scheiße. Box die Ziele mit deiner Götterhand. Box sie in die Feuergrube, okay? Box sie so hart, dass es all die schrecklichen Dinge, die mein Vater getan und all die Leben, die er ruiniert hat, wieder gut macht. Tut mir leid. Lass uns einfach anfangen. Hat er hier irgendwelche... Hat er irgendwelche Peggys oder was? Ich glaube schon, kann das sein? Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Let's go! Ha! Ich soll jetzt da reinboxen oder was? Oh shit! Na fuck! Es ist gar nicht so leicht. Woo! Einer ist abfackelnd, du gehst auch direkt rein. Oh, ich schlag immer so ein bisschen nach rechts. Also müsste ich jetzt voll treffen. Richtig. Yay. Rein mit dir, Dreckarsch. Ist das geil, Mann. Und die Mucke. Da haben wir. So. Komm her. Komm her. Warte. Ich muss dich jetzt... Wo rennst du hin? Warte. Das... No, fuck. Auf einmal war ich angeaimt. War nicht geplant, dass ich dir auf einmal so da reinschlag. Was ist das? Tritt die Leiche der Angels in die... Ah, hier sind noch mehr Feuergruben. Come on. Du hast Tweak, was? Was, Tweak wurde verletzt? Was? Wie ist das passiert? Wann, Tweak, bitteschön? Ich hab ihn gar nicht gesehen. Alter, das ist doch wirklich eine Lächerlichkeit, ist das gerade mal. Komm her, oder ich beiß dich. Come on! Ah. Du musst hier rüber, hier rüber, hier rüber. Genau, und schon bist du drin. Warte, warte, warte. Oh! Skatete! Ach, komm mit, du musst näher her. Komm. Und bam! Und bam! Und wo ist Tweak überhaupt? Keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube, die erstmal so windelweich, bevor sie den Tweak schlagen. Wo ist Tweak? Ich habe keine Ahnung. Und bye bye. Oh, er ist nicht richtig reingefallen. Doch, letzter. Na. Woo. Alle weg. Komm her. Bye bye. Das ist echt krass. Ach ja, wollt ihr noch mehr? So, habt ihr jetzt genug, ihr Bangert? Guck mal, er ist da oben. Wie wurde er denn bitte schön verletzt? Habe ich irgendwie eine Leiche zu ihm hochgeschlagen, aus Versehen? Das kann doch gar nicht sein. Das geht doch gar nicht eigentlich, oder? Hey, dude. Wow. Ich habe noch nie einen so wilden Kampf gesehen. Das war brutal. Du bist ein Monster. Ich bin so froh, dass Wilder gewirkt und dich nicht umgebracht hat. Das Rezept gehört dir, Deputy. Nutze es zum Guten oder zum Schlechten. Wenn du willst. Ich habe kurz oder zum Streicheln gelesen. Für was Gutes, oder? Ich will nur wieder gut machen, was passiert ist. Und ich glaube nicht, dass ich sonderlich gut dafür geeignet bin. Aber vielleicht du, hoffe ich. Es sei denn, du wirst getötet. Dann wohl nicht. Okay, aber ich bin mir sicher, dass du noch mehr hast, denn ich habe noch zwei Dinger, die ich nutzen kann. Zeitlupenbock. So, hast du noch mehr für mich, Bitch? Brauchst du einen Treppenlift? Ne, ich hab nicht noch mehr. Oh. Wir sind voll, okay. Wer wird da gesucht? Wir schon wieder, ne? Machen wir die Scheiße weg, da. Hast du noch irgendwas versteckt? Aha. Aha. Tweaks, Notizen, Peggy-Fakten, Weltuntergangssekte, Milizartig, Gedankenkontroll, Drogen, Bartfetisch, einige zugereiste Schwäche. Wie alle anderen auch, kein Blissentzug. Strategie. Sich verfickt nochmal verstecken, den eigenen Scheiß machen, beziehungsweise den eigenen Scheiß verstecken und abwarten. Ist ein guter Plan. Aber Tweak,
Du bist doch der von South Park. Tweak? Tweak? Ich glaube, bei ihm läuft hier diese komische Mucke. Er ist einfach jemand, der gerne Musik hört. Okay, so. Bin das Handy, ich kann jetzt nicht. Alles klar, war auch eine ziemlich coole Mission. Es hat echt Spaß gemacht. Und ihr müsst ja eigentlich noch zwei haben. So, ob wir da jetzt hinfliegen können? Bestimmt. Wenn wir auf den Berg gehen, können wir bestimmt bis da runterfliegen. Es sind auch nur noch 600 Meter und von denen können wir mindestens 400 fliegen. Sag ich jetzt einfach mal so. Und zwar in 3, 2, 1. Was ist da? Weiß ich nicht. Ach, scheiße. Na, schade. Ich dachte, ich kann schon mal ein winziges Stück fliegen. Boomer, wir brauchen dich übrigens jetzt gleich wieder, gell? Ne, wisst ihr, wenn wir jetzt mitnehmen? Boomer hat jetzt schon 27 Kills. Man braucht, glaube ich, immer... Man braucht doch immer irgendwie x Kills. Auf einem. Ich glaube, 25 oder 20 für irgendwas. Ja, nice, ja, nice. Und jetzt haben wir das bei Boomer ja schon voll. Das heißt, wir nehmen jetzt mal ihn. Okay. So. Wir brauchen nur einen gescheiten Absprungpunkt. Ich weiß nicht, das ist doch zu kacke hier, oder? Ach, shit. Ich glaube, hier kann ich... Das ist irgendwie lächerlich. Hier komme ich... Hier kriege ich keinen gescheiten Flug hin. Das ist einfach nichts. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Ach, erzähl mir nicht. Ist das jetzt echt? Kann ich jetzt hier nicht? Vielleicht hier? Nee, das ist nichts. Ah, lächerlich. Ich dachte, ich kann jetzt hier voll runterjumpen und einfach vor mich hingleiten. Hier vielleicht? Nee. Ach, ridiculous ist das. Guck mal, die zwei da sind, haben aufgesetzt an Land. Das haben sie auch neben dem mit Absicht gemacht. Dann haben wir immerhin ein paar Opfer. Sind das böse überhaupt? Ah, das sind sogar gute Leute, ich weiß es nicht. Alles super, alles super. Hier können wir jetzt aber endlich mal springen, auch wenn es nur 3 Meter sind. Alter, willst du mich jucken? Ach, scheiß doch die Wand an. Rai, mach da mal irgendwas. Greif mal jemanden an. Töte mal jemanden. Was macht er hier? Hey, Patricia. Face ist tot und die Angels sind weg. Face. Das heißt Face. Mensch, die kann nicht sprechen, die Frau. Ach, super. Und? Wie? Was geht jetzt ab? Ach, das ist der Ding wieder, irgendein Pilot. Kann der Rai auch hier runter angreifen? Also kann der hier reinballern? Wir haben ihn ja jetzt am Start, ne? Das testen wir jetzt mal kurz. Hoffentlich zahlt die Versicherung für den ganzen Scheiß. Eins steht fest, das war keine höhere Gewalt. Was ist denn passiert? So. Okay. Wir testen mal, was passiert, wenn ich... Wenn er hier jemanden angreifen soll. Ich kill schon mal den da oben drauf. Oh. Er schmeißt echt Bomben auf sie drauf. Das ist ganz schön übertrieben, oder? Aha. Ach, schade. Hat er den jetzt angegriffen? Nicht wirklich. Bye, bye. Er überlebt den Schuss und duckt sich dann weg. Willst du nicht mehr angreifen, Rai? Guck mal da. Verstanden. Ja, go. Was ein toller Angriff. Hast du gut gemacht. Haha, ist hingefallen. Ich schmeiß mal einen Molly auf die Scheißfelder. Dass die schon mal weg sind. Rai, kannst du mal angreifen? Ey, das ist kein guter Helferich. Jetzt! Woo! Also! Oh. Na. Ach, wir haben die... Alter! Hier ist echt nichts passiert. Das finde ich irgendwie ultra schwach, dass ich jetzt erstens mal nicht mehr unsere geilen Wummen habe, unsere Schallgedämpften. Und zweitens, dass die Felder nicht abgebrannt sind, sage mal. Das ist doch jetzt echt ein Scherz, oder? Ach, scheiß doch auf die Verstärkung. So. Rai, hau doch mal rein. Du bist doch noch da, oder? Ne, halt, greif den nicht an. Lass ihn lieber mal live. Oh oh. Oh, shit!
Die kommen 100 pro von vorne, Rai. Ja, da sind sie doch schon. Wenn er den jetzt direkt angreift, dann könnte das was werden. Dann fliegen die nämlich voll in die Luft. Ja. Wow! Wie, er schickt mir noch Angels rüber? Passt schon, ich brauche keine mehr. Alter Verwalter, wie viel hat er gekillt? Wie viel waren da in dem Auto? Hoffentlich einige. Oh, da. Hau rein, hau rein, hau rein. Hau ruhig schnell rein. So schnell wie möglich. Hallo? Kommst du? Ja! Er ballert auf die. Warum auch nicht? Alter! Ha! Ha! Oh fuck! Au! Shit, 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 shit. Bye! Ah, yeah. Fuck them hard. Pretty hard. Ah, sehr schön, okay. Ein weiterer Außenposten ist befreit. Bist du dumm? Kann ich dir irgendwie behilflich sein, Bitch? Gute Arbeit, Rookie. Dieser Angelladen steht inzwischen quasi unter Denkmalschutz. Schön, dass wir ihn wieder haben. Ja, gut, gell? Voll gut geworden. Lasst mal richtig einkaufen hier, Leute. Wir haben nämlich 18 Milliarden Euro am Start, Dollar meine ich. Erstmal unseren Scheiß mal kaufen. Bitteschön. Könnt ihr behalten. Zack, bumm. So, Waffen. Oh, yeah. Jetzt wird eingekauft. Also, haben wir am Start. Hey. Haben wir gekauft, das Dingen. Gibt das weg, das Dingen. Oh. So, wir nehmen den Charlie, den eckigen. Des Weiteren möchte ich noch eine Zielhilfe, weil ich nicht zielen kann. Ihr wisst, ich spiele sehr gerne bei Ironside, beziehungsweise eben Kim und Korn. Aber so ein Reflexvisier ist schon ziemlich nice. Ich habe mir sogar irgendwann mal für meine... Also ich habe früher, so wie fast jeder junge Bursche, Softair- und Luftdruckwaffen gesammelt. Und da habe ich mir dann auch irgendwann ein Reflexvisier geholt mit einem grünen Dot. Oder war der doch genau, ein Green Dot und ein Red Dot. Aber der Red Dot war schon immer irgendwie im Arsch. So, genau, das ist schon gut zusammengestellt. Da holen wir noch das Ding dazu. Das Magazinchen, das haben wir ja schon. Den, wir brauchen auf jeden Fall noch, halt. Habe ich, ja, die habe ich richtig eingetauscht, genau. Und jetzt brauchen wir noch vorne unseren Bogen, beziehungsweise, wir könnten uns ja eigentlich, wir könnten ja auch hier hinten mal so einen anderen, so einen normalen Bogen holen. Das wäre auch irgendwie cool. Ist hier noch was drin bei Scharfschützengeräten? Ne, ich dachte, die Bögen wären hier auch drin. Okay. Wir holen uns mal den da. Ich will einfach mal gucken, was der so kann. Also, ob der jetzt irgendwie gut ist oder eher nicht oder wie ist das? Halt, nein. Das hier holen wir uns. Ja, das behalten wir. Das sieht gut aus. Obwohl der Schwarz auch ziemlich cool aussieht, aber ich lasse ihn jetzt so. So! Wir sind der Liberator. Können wir den Granatwerfer noch bedazzeln? Nee, ne? Nee, kann man nicht, schade. Gut, ich meine, was soll man da auch großartig dran machen? Außer den Skin verändern. Wir können uns noch hier diese ganzen Teile kaufen. Dahin. Und den kann man sogar... Aber alles klar, Leute! Factory New, das Teil! Nice! Oh! Natürlich pink. What the fuck, wer entscheidet sich hier bitte schon nicht für pink? What the fuck, was zum Dödel da? Okay, wir haben alles voll. Lass ich jetzt mal so. Ey, der Schlagring ist generell gut, weil wir jetzt an sich, immer wenn wir handmäßiges Gerangel haben, ich behalte ihn mal, haben wir diesen Schlagring am Start. Zwei, ach Gott! Ja, und eins, und zwei! Ha! Oh fuck! Nein. Leute. Leute, ich war das nicht. Der ist einfach eingeschlafen. Ganz friedlich. Fuck. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Da oben ist doch direkt eine Mission. Aber war hier nicht jemand close? Da oben ist direkt eine Mission. Guy.
Der Guy, der hat noch was Leckeres für uns. Da gehen wir mal hin. Ich dachte, die sagen sowas wie: Hey Kumpel, pass besser auf, was du machst oder sowas. Und sie direkt zu den Waffen! Ah. Ja, hallo, guten Morgen, Herr Nachbar. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wie geil? Hallo? Guy Marvel? Hallo? Du bist neu. Willst du beim Film arbeiten? Natürlich willst du. Du bist die Lösung aller Probleme. Die Geschichte. Ein Niemand aus einer Kleinstadt. Du kommst gerade rechtzeitig, um einen weltbekannten Künstler zu retten. Mich, Guy Marvel. Der Film Meisterwerk ist seit 4 Jahren in der Mache. Und Guy lässt sich nicht stören. Nicht von diesen verfickten Pöbeln. Ohne jegliche filmische Vision. Weißt du, wie viele verfickte Preise Blood Dragon 3 einstreichen wird, wenn wir dieses Monster richtig drehen? Alle! Außer, dass sie gegenständig überflogen wird. Eine 160 Dezibel Krachmaschine. Und wir brauchen absolute Ruhe für diese Szene. Sei der Held, Kleiner. Der erste Assistent erklärt dir alles. Guys eigenes Genie braucht erstmal einen Schönheitsschlaf. Okay. If you say so, bruh. Was ist denn jetzt hier los? Warum hupt denn der? Wie cool das aussieht. Geil. Hey, bist du der versprochene Security-Honcho? Du, ja. Ich bin nicht der erste Regieassistent. Nur der Tonmann, Dean. Guy hat den Kerl gefeuert, als der keine scharfe Munition bei den Kühen benutzen wollte. Also seine geniale Idee ist, dass man eine Szene wie beim Stummfilm dreht. Nur kann man jemand die, kann man jemand die verkackte Hupe ausmachen? Ein schneller Schlag auf den Kopf. Wer hupt denn da jetzt? Wird lauter, wird lauter. Ist es das Auto da, oder was? Irgendwie schon. Hallo? Don't do this. Was? Oh nein. Oh nein, komm, das ist echt laut. Das fuckt ja richtig ab. Oder? Naja. Krass, wie weit man das noch hört. Muss es halt so reichen. Also seine geniale Idee ist, dass man eine Szene wie beim Stummfilm dreht. Nur eben mit Ton. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wie gut das läuft. Lärm in der Wildnis von Montana? Na sowas. Hier ist es scheiße laut. Und du sollst die Geräusche ausschalten. Das meine ich wörtlich. Hörst du die Hupe? Genau dieser Scheiß muss aufhören. Beseitige den Lärm, koste es, was es wolle. Ach, wie behindert. Jetzt bist du Jacob Einstein. Das hätte ich mir irgendwie denken können. Obwohl ich dachte, nee, ich hätte es in Flugzeuge. Und jetzt ist es bestimmt zerstörbar, das Ding. Ah! Fucking pack, dude. Das ist. Ja. I'm snapping me this Haupt, dude. Nicht so schüchtern. Hallo, Jungs! Ich bin Skinny P! Oh, sheep. Oh, no. Ah! Das Ding ist ja immer noch an. Hat aber auch echt, ist echt stabil, das Gerät da. Du hast gar nichts verloren, man macht es. Habe ich gerade ein Messer geworfen auf das Auto. In der Hoffnung, dass ich es damit stoppen kann, diese Huperei. Ich habe die Bombe geworfen! Oh, nice, okay. Ich habe das Ziel in Sicht. Alles klar. Meine Bombe war dann sehr unnötig jetzt. Hm. Kann ich bestimmt erstmal wieder herstellen hier. So. Einmal bleib, wie bestellt. Wie bestellt. Was machst du denn? Sichere das Gebiet, um den Lärm zu beenden. Da, guck mal, machen wir den da platt. Ich hab's in Sicht. Go, go, Power Ranger. Du bist zu langsam, Monsieur Wurstgesicht. Go! Woo! Wo kommen die auf einmal alle her und warum? Warum? Wegen dem hupenden Auto jetzt? So. Gut gemacht. Okay, komm wieder her. Fast keine Muni mehr. Shit. Mach ich. Warte mal kurz, wo gehe ich denn hier am besten? Kann ich hier außen rum?
Ja. Hallo, sofort Schuss unterbrechen oder ich dich schlagen, okay? Gut. Leute, ihr müsst es möglichst leise klären, die ganze Chose. So, eins. Da, Nick. Greift dir mal an. Ich gehe derweil hier hoch und snack mir die Munition. Schön draufholzen, Nicky-Boy. Nick, wo bist du? Nicky? Ich nenne aber jetzt immer Nicky, wenn er nicht trifft. Oh, Nicky, wie ungeschickt von dir. Der lebt ja noch. Nurki. Hallo, und Reiduk? There are two, Nick. It's fucking hard, dude. Ich meine, gut, er hat ja so ein bisschen getroffen, aber halt auch nicht gut. Oh, Bombenzeit. Oh. Naja, Nick, es war jetzt ja nicht wirklich gut. An was muss es gelegen haben? An deinem Windstoß? An deinem Anus gelegen haben? Du schlägst dich gut. Komm zurück. Wir sind noch nicht fertig. Ich bin ja auch der beste Schlänger der Welt. Ui. Dean, ich komme ja schon. Wie viele Kills hat er jetzt eigentlich? Unser Knilch? Ja gut, 10. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, man braucht mit jedem irgendwie 20. Ich zeige euch übrigens auch noch, auch wenn ihr sich vielleicht schon gesehen habt, die anderen Enden, nur um das komplett fertig zu machen. Aber... aber ich kann das ja jetzt nicht direkt machen, weil wenn ich es euch jetzt direkt zeige... 80-facher Tornado-Kill war das. Tornado-Kill. Das Ding ist... Halt, schieß ihn nicht ab, schieß ihn nicht ab. Die sind direkt bei mir. Oh, fuck, was? Oh, ich dachte, er greift jetzt an. Oh, hallo. Alter, willst du mich überfahren? Pichin. Wow. Das war höchst sinnvoll. Komm, geh dir doch mal hoch. Dann können sie dich nicht so direkt kloppen. Jungs, geht doch da mal weg, Mensch. Hey. Hallo. Und Reiduk. Bam. Leute. Wie so eine Herde Kackvögel. Bam. Ach, warte mal. Sag bloß, ich kann hier mit dem Ding hier einfach durch das Feld fahren, alles kaputt machen. Geht es? Ne, ich wüsste, ich dachte, ich kann hiermit vielleicht das Feld kaputt machen. Klar, Leute, kann man damit super überfahren. Das ist geil. Ich glaub, Guy möchte mit dir rumknutschen. Oh, Guy, ich komm schon. Ich komm schon, Guy. Ach. Was gibt's? Was ist los? So. Dein Naturtalent. Diese Weicheier in Hollywood könnten so einiges von dir lernen. Diese Wildheit, die du gezeigt hast. Mh, intensiv. Oh, Guy hat sich dabei eingeschissen, aber gut. Endlich kann Guy seine Magie über den ganzen Film spritzen. Blood Dragon 3 wird ein Meisterwerk. Ganz ehrlich, das muss er aber auch. Guy kann nicht mehr länger an so einer Scheiße wie Far Cry arbeiten. Lieber klemmt er sich die Eier in einer Schraubzwänge ein, als ihre verfickten Meinungen über Weltenbau, Konsistenz und Spielermotivation und Glaubwürdigkeit anzuhören. Dann lieber Freitod. Ich schwör's. Oh, und das vorhin war ernst gemeint. Geschlossenes Set. Verpiss dich mal hier. Tschüss. Das ist ja lustig. Und jetzt leg das weg, bevor du Guy noch verletzt. Er hat hier einige Walls durchbrochen. Einige Third and Fifth Way. Richtig nice, sehr, sehr schön, cool ausgearbeitet, diese... Halt! Was ist denn da? Was ist denn da? Greif den mal an, aber schnell! You need to attack this. Sofort. Pronto! Pronto bravissimo! Batti cutti putti bububu. Ja, ich kann nämlich ziemlich gut auch Italienisch sprechen. Ja! Kriegst du den? Noch nie im Leben, oder? Das Ding fährt ja. Ich will die Banshee da vorne, die Banshee. Hallo und Reiduk. Kettenreaktion. egal. Das ist trotzdem jetzt kaputtes Traksche. Easy. Locker. Jetzt können wir gerade mal noch geschwind gucken.
Was wir da am Start haben als neue Mission in der Nähe. Guy, ich bin schon da. Guy, du bist ganz schön weit weg. Guy, wo bist du? Das ist eine Folgemission. Da können wir uns aber hin teleportieren. Aha. Was ist los, Guy? Was hast du für uns? Du brauchst mehr Geld? Dann geh jagen. Gut. Nope. Verdammt, die Sonne brennt. Warum bin ich jetzt genau hier hingegangen? Weil es in der Nähe vom Guy ist, oder was? Hä? War hier nicht eben eine Mission? Direkt hier? Davon. Aha. Mann, das ist das Leute, wir brauchen eine Karte. Kinder, keine Sorge wegen mir. Ich habe hier Familie. Eine neue Familie, die Eden's Gate heißt. Eines Tages könnt ihr euch mir anschließen. Faith hat mich überzeugt, dass es mich von meinem kompletten Stress befreit, wenn ich ihr mein Leben verkaufe. Es ist ehrliche Arbeit mit Menschen, die aufeinander achten. Macht euch bloß keinen Kopf. Hallo, Sir. Hey, Vater, ich bin's. Wir hätten den Posten fast verloren. Danke dir. Naja. Kalibe, du bist zu tight. Tja, ich bin so. Aber ich muss doch jetzt mal gucken, dass ich diese verkackte Schlüsselkarte finde. Die ist wahrscheinlich irgendwo versteckt, aber es gibt nur dieses eine Haus, oder? Ja, kleiner Gefallen. Es sieht aus, als hätten die Peggys einen Haufen Angels in den Keller gesperrt. Ich weiß nicht, wie viele sie da unten haben, aber... Ein Keller? Ich bin nicht in ihrer Nähe. Mach ich. Schon so viele Angels gesehen, die mal meine da ist bestimmt auch die Karte. Hör zu, wir müssen das ganze Gebiet sichern. Und das schließt auch den Keller ein. Du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn Marisch, Frau. Wo ist der verkackte Keller? Ich hab mal versucht, mit dem Bogen zu jagen. Das ist echt schwer. Aus dem Flugzeug heraus ist es wirklich schwer, mit dem Bogen zu jagen. Kann ich mir gut vorstellen. Cool. Das war jetzt direkt das hier, okay. Und, Haiduk? Hallo. Oh, wie eklig. So richtig mit Nachtzeichen. Ah! Don't fuck with me! Ha! Oh Gott, ist das eklig, oder? Irgendwelche Schreihälse, die hier unten versteckt sind. Region befreit Bonus. Es kommen ständig neue Sachen hinzu. Ja, das ist so toll, gell? Ich lieb das voll. Notizen eines Chemikers. Wenn ich nicht vorher schon von einer göttlichen Wissenschaft überzeugt gewesen wäre, dann jetzt. Bliss, eine chemische Verbindung, die Gottes guter Erde entspringt, macht schlicht und ergreifend die perfekte Arbeit aus den Angels. Jede andere Person, und ich benutze das Wort nur sehr sparsam für Angels, würde von den sich ständig wiederholenden Handgriffen krank werden. Aber Angels sind glücklich, wenn sie den ganzen Tag Blissfässer aus der Brauerei hin und her tragen. Eine göttliche Chemikalie. Einfach gar nicht. I don't know, dude. I don't know. Brr. Ist hier noch was Cooles versteckt? Nein? Mano, so blöd, ey. Ich muss da nicht mehr mit der Truller labern, gell? Das hat sich dann direkt erledigt. Lag da noch was geleuchtet hat? Sorry, ich habe da noch irgendwas gesehen im Augenwinkel. Oder ist das nur diese Hacke? Das ist nur die Hacke. Nicht, dass ich jetzt hier irgendeine Schlüsselkarte vergesse oder so. Hello! Rui! Oh! Mach den platt! Gut gemacht. Das war echt krass, Mann. Das war richtig krass. Da habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er den direkt trifft. Da drüben ist die nächste Mission, das ist die vom Guy, ne? Die hier. Da können wir schon mal hinblubbern. Wo ist denn jetzt das Auto? Hier ist doch in der ganzen Zeit ein Auto gestanden. Ist das jetzt kaputt oder wie? Da drüben ist noch eins. Go, 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 go. Das muss mal eine Kriegsgeschichte werden. Ja. Naja, okay, komm, dann steige ich hier schon mal ein. Und dann machen wir die nächste Guy Marvel Folge in der nächsten Folge. Ciao, ciao.